Mir ist wichtig, dass bei diesem Tutorial möglichst viel Wissen rüberkommt. Und damit das auch wirklich klappt, wäre es ganz gut, wenn ihr die einzelnen Schritte, die ich hier zeige, selber nachvollziehen würdet. Und dafür müsst ihr auch ein bisschen, eine kleine Summe von eurem eigenen Geld investieren. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht diese Börsenspiele kennt, wo man auf dem Papier irgendwelche Aktien kauft von irgendeinem Fantasiegeld, das man eigentlich gar nicht hat. Was weiß ich, 100.000 Fantasie-Euro, die dann in irgendwelche Aktien gehen. Und am Ende guckt man dann nach, ob man irgendwie Geld, ob man Plus gemacht hat, ob man Minus gemacht hat. Und die Gewinne sind dann natürlich auch nur Fantasiegewinne oder Fantasieverluste. Und ich persönlich verliere da immer ziemlich schnell das Interesse, weil steht meine eigene Haut nicht so auf dem Spiel. Und weil das der Fall ist, ja, ist mir das eigentlich auch egal nach einer Zeit, ob ich was gewonnen habe, verloren habe. Und das Ganze macht dann ziemlich schnell keinen Spaß mehr. Und also, wenn ihr dieses Tutorial richtig nachvollziehen wollt, dann ist es auch ganz gut, wenn ihr quasi selber agiert, wenn ihr quasi auf die Börsen geht, wenn ihr irgendwie auf die Webseiten geht, wenn ihr die Wallets bedient und so weiter. Das kann man in der Theorie eigentlich alles gar nicht lernen. Man lernt auch davon, dass mal was schief geht und dass man dann überlegt, woran hat es gelegen und wie kann ich das korrigieren und so weiter. Also selber ein bisschen fummeln muss. Das passiert alles nicht, wenn man einfach nur ein Video guckt und das geht dann quasi hier rein und da raus. Und deshalb also die Idee, wir investieren eine kleine Summe von unserem eigenen Geld und arbeiten damit. Es ist egal, ob wir damit wirklich Gewinn machen oder nicht. Das ist quasi die Kursgebühr, die hier nicht anfällt, sondern die ihr im Prinzip nehmen könnt, um stattdessen selber im Decentralized Finance Bereich aktiv zu sein. Und zwar direkt von der Stunde 0 an. So. Weil es aber jetzt um euer eigenes Geld geht, gibt es ein paar Sachen, die ich irgendwie dazu sagen möchte. Ganz kurz zusammengefasst, es besteht die Möglichkeit, dass die ganze Kohle weg ist. Ganz wichtig zu verstehen, niemals Geld investieren, das man noch braucht. Immer etwas investieren, nur investieren, wenn man das Geld nicht braucht. Die Frage ist natürlich dann immer sofort, wie viel soll ich denn investieren? Wie viel braucht man denn mindestens? Dazu sage ich gleich am Ende noch was. Aber zunächst mal erkläre ich kurz, was kann alles schiefgehen, damit ihr ein bisschen vorbereitet seid, damit ihr ein bisschen wisst, worauf es ankommt. Zum einen, wir fangen mit Euro an. Wir haben ja Euro auf unserem Bankkonto und wir werden irgendwie unsere Euros einsetzen und wir gehen damit in den Kryptobereich. Im Kryptobereich wird eigentlich die allermeiste Zeit immer mit dem US-Dollar gearbeitet, wenn es darum geht zu bewerten, wie viel ist unser Krypto wert in der Währung, die wir da draußen im Alltag ausgeben. Und da wird eigentlich alles auf den auf den Dollar gerechnet und nicht auf den Euro. Das heißt, wir haben ein Kursschwankungsrisiko, denn wir gehen mit Euro in die ganze Sache rein. Wir arbeiten in dem Ding drin mit Dollar und kriegen irgendwann Euro wieder raus. Und in der Zwischenzeit kann es sein, dass der Euro und der Dollar, dass sie sich untereinander verschieben und dass dadurch, egal ob man jetzt Gewinn gemacht hat oder nicht, womöglich es sein kann, dass man gar nichts verdient hat oder sogar Verlust gemacht hat, weil sich diese Kurse ungünstig gegeneinander bewegt haben. Dann arbeiten wir ja mit vielen Variablen, mit vielen unterschiedlichen Komponenten und obwohl es Decentralized Finance ist, ist eine der oder sind einige dieser Komponenten tatsächlich einfach nur Firmen oder Institutionen, wie zum Beispiel Banken oder Börsen. Und es kann durchaus passieren, dass dort eure Einlagen, euer Geld verloren geht, beziehungsweise dass es gesperrt wird, dass also irgendwie diese Banken oder Institutionen irgendwie eine bestimmte Vorstellung davon haben, was mit diesem Geld zu tun ist, wie zum Beispiel zu fragen, wo kommt das her, was macht man damit und so weiter. Und dann kann es eben passieren, dass Konten gesperrt werden, dass Geld auch mal länger irgendwo liegen bleibt und unterwegs ist, auch an dem Punkt. Ich meine, das werdet ihr wahrscheinlich aus dem Alltag auch ein bisschen kennen, dass eine Überweisung mal länger dauert, als man rechnet oder dass man irgendwie bei der Überweisung Fehler gemacht hat und so. Das heißt, das ist natürlich ein Risiko, das auch hier besteht, weil wir müssen ja erstmal in den Decentralized Finance Bereich rein. Das heißt, wir müssen einmal durch Banken, durch Kryptobörsen und so weiter durch. Dann kann es immer passieren, dass sich die Marktbedingungen ändern.
plötzlich ändern und zwar zu unseren Ungunsten. Natürlich kann es auch sein, dass es zu unseren Gunsten läuft, aber wir reden ja jetzt über die Risiken und diese Marktbedingungen können sich zu unseren Ungunsten relativ schnell verändern. Das ist im Kryptobereich sehr häufig der Fall und das passiert zum Beispiel durch Eingriffe von Behörden, von Regulierungsbehörden, die die Regeln ändern, von Finanzbehörden, die steuerliche Aspekte ändern oder auch, dass große Marktteilnehmer kommen, wie zum Beispiel Hedgefonds oder so und einfach was ändern an den Rahmenbedingungen. So. Dann im Kryptobereich selber die Kurse. Die Kurse schwanken teilweise sehr, sehr heftig. Korrekturen von 30%, also das heißt, dass Kurse um 30-40% nachgeben über Nacht oder auch nur in einer Stunde, das kommt vor. Das kommt nicht selten vor und das heißt, eure Einlagen schwanken im Wert. Und das heißt, sie können auch teilweise komplett verloren gehen, weil zum Beispiel Projekte auch scheitern können. Das heißt, wenn wir zum Beispiel in einer Kryptowährung XY drin sind und es stellt sich raus, die ganze Idee war irgendwie doch nicht so gut, die hinter dieser Kryptowährung steht, dann werden alle Leute ganz schnell aus der Kryptowährung rausgehen, der Kurs wird ins Bodenlose fallen und diese Währung wird wahrscheinlich auch nie wieder an Wert gewinnen, weil die einfach kaputt ist. Und das kann uns theoretisch auch passieren. Wir hoffen natürlich nicht, aber es ist eine Möglichkeit. Dann werden wir ja sehr viele im Decentralized Finance Bereich sehr viele unterschiedliche Komponenten verwenden. Ich hatte ja in dem einen Video schon gesagt, es gibt zum Beispiel Money Markets, es gibt Liquidity Pools und so weiter und so weiter. Das sind alles kleine Computerprogramme, die von Programmierern erstellt wurden, die bestimmte Dinge mit dem Geld machen. Und natürlich können diese Computerprogramme Fehler enthalten, Programmierfehler oder, was es auch gibt, dass diese Programme mit einer Betrugsabsicht erstellt wurden. Das heißt, man denkt, man investiert in irgendwas oder nutzt irgendein Tool und in Wirklichkeit sitzt der Programmierer im Hintergrund und zieht die ganze Kohle raus. Das ist das sogenannte Smart Contract Risk und ich empfehle jedem, sich darüber mal schlau zu machen. Da sind einige Dinge in der Vergangenheit passiert. Das ist also eine ganz reale Möglichkeit. Dann verwenden wir ja zum Beispiel ein Wallet oder unseren Browser, unseren Rechner. Das heißt, unsere gesamte IT, unsere eigene Hardware, unsere eigene Infrastruktur ist auch eine Fehlerquelle. Die können gehackt werden. Es kann sein, dass in irgendwelchen Transaktionen mittendrin alles abstürzt und da irgendetwas dann im Nirvana hängt, wo man nicht mehr rankommt. Da können also auch eure Einlagen, euer Geld kann da auch verloren gehen. Und nicht zuletzt natürlich, kann es sein, dass ich Irrtümer in meinen Tutorials habe? Ich hoffe nicht, ich überprüfe das alles, aber ich bin auch nicht unfehlbar und deshalb kann es sein, manchmal, dass da Fehler drin sind. Mein Tutorial ist ja auch nicht für immer aktuell. Das heißt, es kann sein, dass das, was ich hier erzähle, in was weiß ich, ein paar Wochen schon oder ein paar Monaten schon überhaupt nicht mehr gültig ist. Und wenn man das dann Schritt für Schritt nachmacht, besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass man Geld verliert, weil irgendetwas nicht mehr passt. Und es gibt natürlich noch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten, wie irgendetwas schiefgehen kann. Also die fallen mir wahrscheinlich hier alle gar nicht ein. Und deshalb ist diese Liste natürlich auch nicht vollständig, sondern da ist Ende offen. Kurz gesagt, Geld kann weg sein, Geld kann komplett weg sein, wenn ihr dieses Tutorial macht. Deshalb verwendet bitte nur kleine Beträge. Das Schöne an den kleinen Beträgen ist auch, es ermuntert dazu, auszuprobieren, zu experimentieren, weil es ein bisschen egal ist, es sollte jedenfalls ein bisschen egal sein, ob das Ganze gut geht oder schief geht. Und das heißt, ihr seid bereit zu riskieren und wenn ihr bereit seid zu riskieren, dann werdet ihr auch lernen. Und jetzt die Frage, wie viel soll ich denn jetzt investieren, wie viel genau? Das kann ich euch natürlich nicht sagen, aber ich sag mal, ab 50 Euro, ab 100 Euro wird man mit diesem Tutorial eigentlich ganz gut klarkommen. Wir arbeiten auf der Binance Smart Chain, nicht auf Basis von Ethereum, für die Leute, die da jetzt schon irgendwie was von gehört haben, weil bei Ethereum sind die Transaktionsgebühren zurzeit sehr, sehr hoch, teilweise also 50 bis 100 oder teilweise auch 300 Euro pro Transaktion. Das bedeutet, da kann man eigentlich nicht mit kleinen Beträgen arbeiten, denn wenn wir irgendwo, ich sag mal, 10% Zinsen bekommen wollen, durch irgendeine Transaktion einen Ertrag haben möchten von
10%, dann müssten wir ja schon 3.000 Euro investieren, um überhaupt irgendwie nur die Transaktionsgebühren rauszubekommen. Und das ist einfach, das macht einfach keinen Spaß, damit auf der Basis zu lernen, weil man die ganze Zeit quasi Angst um sein Geld hat. Deshalb nehmen wir die Binance Smart Chain, wo Transaktionen sehr viel günstiger sind. Die ist auch absolut vergleichbar mit Ethereum, weil die technologische Basis identisch ist. Das heißt, alles, was man hier in diesem Tutorial lernt, kann man später auch anwenden auf, ich behaupte mal, egal welcher Blockchain, ob es jetzt die Binance Smart Chain ist, ob es Cardano ist, ob es Polkadot ist oder was weiß ich, was es noch alles gibt. Die Grundprinzipien sind immer ähnlich im Decentralized Finance Bereich und deshalb ist die Binance Smart Chain eigentlich eine ganz gute Spielwiese. So. Dann noch einen ganz wichtigen Hinweis, der häufig übersehen wird. Wenn man Gewinne macht, auch im Kryptobereich, dann sind die steuerpflichtig. Das bedeutet, wenn sich abzeichnet, dass ihr auch mit diesem Tutorial Gewinne macht, was ja sehr schön wäre, dann bezieht bitte rechtzeitig euren Steuerberater mit ein. Der wird euch sagen können, was ihr tun müsst, wie viel ihr von den Gewinnen zurücklegen müsst. Und dann habt ihr die Sicherheit, dass das Ganze auch zukünftig und nachhaltig Spaß macht, weil es macht keinen Spaß, auf ganz vielen Gewinnen rumzusitzen. Da bin ich ganz sicher. Und immer im Hinterkopf zu haben, naja, da war ja noch was mit der Steuer, das muss ich ja auch noch regeln. Und dann, wenn man das vergessen hat, ja, dann hat man womöglich immer ein schlechtes Gewissen. Gut, jetzt habe ich aber genug erzählt. Und was ich jetzt noch mache, ist, ich werde diese Hinweise, die ich jetzt erzählt habe, die werde ich nochmal einblenden als Text und ich werde auch auf dieses Video in allen folgenden Tutorial-Teilen hinweisen, damit auch Leute, die später eingestiegen sind, das vor Augen haben. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit dem Tutorial und ich hoffe, dass alles gut geht.